Daniel 8 im Detail. Oben wurde behauptet, dass die beiden kleinen Hörner in Daniel 7 und Daniel 8 für die gleiche politische Macht stehen. Und das im Detail nachzuweisen, soll Daniel 8 noch einmal hierauf untersucht werden. Das Kapitel zeichnet also, wie an anderer Stelle schon gesagt, eine durchgängige Linie von Alexander dem Großen über die Diadochen und die Seleukiden bis zum kleinen Horn, dem Antichristen, also bis in die Endzeit. So steht in Daniel 8, im dritten Jahr der Herrschaft des Königs Belsazar erschien mir, Daniel, ein Gesicht nach jenem, das mir zuerst erschienen war. Ich hatte ein Gesicht und während meines Gesichtes war ich in der Festung Susa, im Lande Elam, am Fluss Ulai. Und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, ein Widder, das ist Medo-Persien, stand vor dem Fluss, der hatte zwei hohe Hörner. Das eine ist Medien, das andere ist Persien. Doch eines, Persien, war höher als das andere, Medien. Und das höhere, Persien, war später hervorgewachsen, das in Übereinstimmung mit der Geschichte. Ich sah, dass der Widder mit den Hörnern stieß nach Westen, nach Norden und nach Süden hin. Und kein Tier konnte vor ihm bestehen und vor seiner Gewalt errettet werden, sondern er tat, was er wollte und wurde groß. Und indem ich darauf Acht hatte, siehe, da kam ein Ziegenbock, das ist der König von Griechenland, steht in Vers 21, von Westen her über die ganze Erde, ohne den Boden zu berühren. Und der Bock, der König von Griechenland, hatte ein ansehnliches Horn, das ist Alexander der Große, zwischen seinen Augen. Und er kam bis zu dem Widder, Medo-Persien, der zwei Hörner, Medien und Persien, hatte, den ich vor dem Fluss stehen sah, und er lief in gewaltigem Zorn auf ihn zu. Und ich sah, dass er nahe an den Widder herankam, und voller Grimm stieß er den Widder und zerbrach ihm seine beiden Hörner. Und der Widder hatte keine Kraft, dass er vor ihm hätte bestehen können, sondern der Bock warf ihn zu Boden und zertrat ihn, und niemand konnte den Widder von seiner Gewalt erretten. Und der Ziegenbock wurde sehr groß. Und als er am stärksten geworden war, zerbrach das große Horn, das ist Alexander der Große, und es wuchsen an seiner Stelle vier andere Hörner. Das sind die vier Generäle Alexanders, die als seine Nachfolger nach seinem Tod aus dessen Reich die Diadochenreiche gründeten, nach den vier Winden des Himmels hin. Und aus einem von ihnen, nämlich aus dem Horn der Seleukiden, wuchs ein kleines Horn, das ist der Antichrist. Das wurde sehr groß nach Süden, nach Ägypten, nach Osten, nämlich bis an den Indus, und nach dem herrlichen Land, nach Israel hin. Und es wuchs bis an das Heer des Himmels und warf einige von dem Heer und von den Sternen zur Erde und zertrat sie. Ja, es wuchs bis zum Fürsten des Heeres, das ist Christus, und nahm ihm das tägliche Opfer weg bei der Eroberung Jerusalems und verwüstete die Wohnung seines Heiligtums. Das heißt, Jerusalem ist hier der Tempel und Jerusalem wird verwüstet. Und es wurde Frevel an dem täglichen Opfer verübt. Das heißt, er tötete die beiden Zeugen in Jerusalem, nämlich im Tempel. Und das Horn warf die Wahrheit zu Boden. Und was es tat, gelang ihm. Vergleiche Daniel 11, 36. Hier ist übrigens ein sehr starker Hinweis auf die letzte Zeit, denn diese Formulierung ist die gleiche wie in Daniel 11, 36. Denn spätestens ab hier handelt es sich um den Antichristen. Der Text macht also hier einen Sprung in die Zukunft mit dieser Formulierung, was es tat, gelang ihm. Ich hörte aber einen Heiligen reden und ein anderer Heiliger sprach zu dem, der da redete, wie lange gilt dies Gesicht vom täglichen Opfer, nämlich in Jerusalem, und vom verwüstenden Frevel, ebenfalls in Jerusalem, und vom Heiligtum, das zertreten wird. Das ist die kultische Verunreinigung der Stadt Jerusalem. Und er antwortete mir, bis 2300 Abende und Morgen vergangen sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Dieses Gesicht in Daniel 8 ist sehr wichtig, um die vorliegende Argumentation weiter zu belegen und zu bekräftigen. Daniel weissagt von einem Ziegenbock, der gegen einen Widder ankämpft. Der Ziegenbock, so sagt der Text in Vers 21, ist der König in Griechenland. Das große Horn ist der erste König, Alexander der Große. Das große Horn des Ziegenbocks zerbricht und stattdessen wachsen vier kleinere Hörner, die Diadochen. Aus einem der vier Hörner, nämlich aus dem der Seleukiden, wächst dann das kleine Horn, das am Ende der Zeit wieder aufkommt und dem gelingen wird, was es will. Hier sehen wir auch die Entsprechung zu Daniel 11. Denn dieses Horn wird Ägypten erobern. Es wird das tägliche Opfer wegnehmen und Gottes Heiligtum, nämlich Jerusalem, verwüsten. Zu beachten ist hier, dass alle Hörner, also sowohl das erste, große Horn, als auch die vier ansehnlichen Hörner und das letzte kleine Horn allesamt Hörner des Ziegenbocks sind. Dieser Ziegenbock aber ist der König in Griechenland, so sagt Daniel in Vers 21. Die Frage, die sich dem Leser hier aufdrängt, ist die, ist Alexander der Große der König in Griechenland, also der Ziegenbock? Oder ist Alexander der Große, wie der Engel erklärt, das große Horn zwischen den Augen des Ziegenbocks? Zur Beantwortung dieser Frage schauen wir uns Daniel 11 an. Dort steht von einem König des Südens und von einem König des Nordens.
Die Formulierung der König in Griechenland muss genauso verstanden werden wie in Daniel 11 die Formulierung der König des Südens oder der König des Nordens. Daniel 11 berichtet nämlich nicht von jeweils einem einzelnen König, sondern die Formulierung der König des Südens umfasst die gesamte Dynastie der Könige des Südens. Und die Formulierung der König des Nordens umfasst die gesamte Dynastie der Könige des Nordens mit allen ihren sieben in Daniel 11 beschriebenen Königen. Zurück zum Text in Daniel 8. Gleiches gilt für Daniel 8. Der König in Griechenland steht nicht für einen bestimmten König, sondern für die Dynastie der Könige Griechenlands, symbolisiert durch den Ziegenbock. Alexander ist das große Horn zwischen seinen Augen und der erste König. So passt die Vision zusammen. Jetzt wird auch verständlich, warum alle Hörner, also das erste Horn, Alexander der Große, die vier nachfolgenden Hörner, die Diadochen, und das kleine Horn, der Antichrist, allesamt Hörner des Ziegenbocks und somit alexandrinisch-griechischer Herkunft sind. Alle Endzeitherrscher werden also in einer alexandrinisch-griechisch-seleukidisch-syrischen Linie entstammen und eben keiner römischen. Weil alle diese Hörner ausnahmslos Hörner des Ziegenbocks und somit Griechen bzw. Nachfolger Alexanders des Großen sind, muss auch das kleine Horn in Daniel 8 griechischen Ursprungs sein. Die Weissagung in Daniel 8 geht also tatsächlich lückenlos von Alexander dem Großen über die Diadochen bis zu dem kleinen Horn und bis zur Wiederkunft Jesu. Rom wird hier, wie schon mehrfach gesagt, nicht erwähnt. Daniel zeigt in Kapitel 8 also geradezu auffällig deutlich, dass auf Alexander den Großen die Diadochen folgen und nicht das Römische Reich. Eine Vorerfüllung der Prophetie von Daniel 8 geschah durch den historischen Antiochos IV. Epiphanes, der übrigens Grieche war und kein Römer. Die vollständige Erfüllung dieses Gesichts aber war lange verborgen und es war von Daniel aus gesehen auch noch eine lange Zeit bis zu seiner Enderfüllung. So steht in Daniel 8,26, dieses Gesicht vom Abend und Morgen, das dir gesagt ist, das ist wahr. Aber du sollst das Gesicht heimlich halten, denn es ist noch eine lange Zeit dahin. Denn zu der Zeit, wenn dies alles geschieht, wird das Heiligtum wieder geweiht, Daniel 8,14. Und das kleine Horn wird ohne Hände zerbrochen werden, Daniel 8,25. Dieses Gesicht reicht also zeitlich bis in die letzte Endzeit und bis zur Wiederkunft Jesu Christi. Es wird dann eine Wiederholung Griechenlands vorhergesagt. Daniel 8,22, dass aber vier an seiner Stadt, also vier Hörner an der Stadt des ersten Horns, Alexanders des Großen Stadt, standen, da es zerbrochen war, bedeutet, dass vier Königreiche, nämlich die Diadochen, aus dem Volk entstehen werden, aber nicht so mächtig wie er war. In der letzten Zeit ihres Königreichs, sagt die Bibel. Vers 23 sagt also deutlich, dass ihr Königreich, nämlich das der Diadochen, denn das kleine Horn kommt aus einem der vier Hörner, in der letzten Zeit wieder aufkommt. In der letzten Zeit dieses griechisch-syrischen Königreichs kommt ein frecher und tückischer König auf, das kleine Horn. In Daniel 8 ist also von einem kleinen Horn die Rede, das von den Königen Griechenlands abstammen und in der letzten Zeit wieder aufkommen wird. Wenn aber dieses kleine Horn sowohl in Daniel 8 als auch in Daniel 7 erwähnt wird, liegt es mehr als nahe, dass es sich um das gleiche Horn handelt. Dass es sich bei den beiden kleinen Hörnern um dieselbe politische Macht handelt, ist aufgrund der Rom-Theorie bisher immer abgelehnt worden. Eine Begründung hierfür findet man kaum. Das liegt schlichtweg daran, dass diese beiden Kapitel eine Art Achillesferse für die Rom-Theorie darstellen. Denn den Auslegern ist durchaus bewusst, dass in Daniel 8 eine griechische Linie verfolgt wird, während sie aufgrund eines falschen Verständnisses von Daniel 7 für die Endzeit Rom erwarten, was sich natürlich widerspricht. Weil aber alle an der Rom-Theorie festhalten, wird eine politische Konkurrenz der beiden kleinen Hörner pauschal und begründungslos geleugnet. Da aber in der vorliegenden Auslegung die Rom-Theorie verworfen wurde, ist es hier möglich, beide Hörner auf die gleiche politische Macht zu deuten. Und eben diese Möglichkeit bringt die Auslegung Daniels um einen ganz bedeutenden Schritt nach vorne. Aber wer genau ist dieses kleine Horn, das sowohl aus der alexandrinisch-seleukidisch-syrischen Linie kommt, Daniel 8, als auch zwischen den zehn Hörnern des Tieres hervorbricht, Daniel 7? Die beiden kleinen Hörner in Daniel 7 und 8. Johannes ergänzt und vervollständigt in seiner Offenbarung das Tier aus Daniel 7 mit den zehn Hörnern um weitere sieben Häupter. Er beschreibt, dass es nicht nur zehn Hörner, sondern zusätzliche sieben Köpfe hat. Diese sieben Köpfe oder Häupter stehen für die sieben Seleukidenkönige, die in Daniel 11 aufgezählt werden. Denn Daniel 11 ist die einzige Stelle in der Bibel, die eine Abfolge von sieben Königen verzeichnet, nämlich die Abfolge der Seleukidenkönige. Auch hierüber wurde an anderer Stelle bereits nachgedacht.
Es gibt nämlich in der christlichen Literatur viele Versuche, die sieben Häupter zu erklären. Beispielsweise zählt man die Weltreiche beginnend bei Ägypten auf, also Ägypten, Assyrien, Babylon, Medien, Persien, Griechenland, Rom. Wobei die Teilung in Medien und Persien meiner Meinung nach nicht zulässig ist, denn der Widder hat zwei Hörner und diese beiden Hörner sind Medo-Persien, das medo-persische Doppelreich. So hat auch dieses Standbild eine silberne Brust mit zwei Armen, Medien und Persien. Oder man erläutert innerhalb des Römischen Reichs die verschiedenen politischen Organisationsstrukturen, wie zum Beispiel die Cäsaren, die Republik etc. Alles das sind aber Erklärungsversuche, die außerhalb der Bibel argumentieren. Daniel 11 ist die einzige Auflistung innerhalb der Bibel, die sieben Könige erwähnt. Sie allein muss also der Ausgangspunkt für unsere Überlegungen zu den sieben Königen sein, wenn die Bibel mit der Bibel ausgelegt werden soll. Wer genau ist also dieses kleine Horn, das sowohl in Daniel 7 als auch in Daniel 8 erwähnt wird? Die Lösung hierfür ist in Damaskus zu finden. Denn einerseits gehört Damaskus zu den 10 Hörnern, zwischen denen es als 11. Horn hervorbricht. Und andererseits gehört Damaskus als Hauptstadt Syriens gleichzeitig zu den Seleukiden und damit zu den Diadochen und stammt damit von Alexander dem Großen ab. Damit hat Damaskus eine Zwitterstellung, denn es gehört sowohl zu Daniel 7 als auch zu Daniel 8. Hieraus wiederum folgt, dass das kleine Horn in Daniel 7 und das kleine Horn in Daniel 8 jeweils von Damaskus sprechen. Daniel 7 und Daniel 8 sprechen beide von dem gleichen kleinen Horn. Es ist beide Male Damaskus, das in der Endzeit erneut auf der Weltenbühne auftritt. Zunächst ist es klein, wächst dann aber zu ungeahnter Macht heran und wird größer als die Hörner neben ihm, so sagt Daniel. Damaskus herrscht als kleines Horn bis in die letzte Zeit, bis zur Wiederkunft Christi. Denn Daniel sagt in Daniel 7, ich sah zu um der großen Reden willen, die das Horn redete. Ich sah zu, bis das Horn getötet ward und sein Leib umkam und ins Feuer geworfen ward und der anderen Tiere Gewalt auch aus war. Denn es war in Zeit und Stunde bestimmt, wie lange ein jegliches währen sollte. Und in Daniel 8, Vers 19, und sprach sie, ich will dir zeigen, wie es gehen wird zur Zeit des letzten Zorns. Denn das Ende hat seine bestimmte Zeit. In der letzten Zeit ihres Königreichs, wenn die Übertreter Überhand nehmen, wird aufkommen ein frecher und tückischer König. Der wird mächtig sein, doch nicht durch seine Kraft. Er wird greulich verwüsten und es wird ihm gelingen, dass er es ausrichte. Er wird die Starken samt dem heiligen Volk verstören und durch seine Klugheit wird ihm der Betrug geraten und er wird sich in seinem Herzen erheben und mitten im Frieden wird er viele verderben und wird sich auflehnen wider den Fürsten aller Fürsten, aber er wird ohne Hand zerbrochen werden. Daniel 7 und Daniel 8 zeigen also ein kleines Horn, dessen Herrschaft bis zum Endgericht dauert. Es muss sich also bei diesen Versen um die letzte Zeit handeln und um das gleiche Horn. Welche Ausprägungen sind für die Endzeit zu erwarten? Das Tier in Daniel 7 hat eiserne Zähne und eherne Klauen. Eisen steht in Daniel für die Diadochen und Bronze steht für Alexander den Großen. Die 10 Hörner stehen für die Endzeit-Dekapolis und das andere kleine Horn, das zwischen den 10 Hörnern hervorbrach, steht für den Antichristen. Das kleine Horn in Daniel 8 hingegen entstammt den 4 Hörnern, die wiederum aus dem zerbrochenen ersten großen Horn kommen. Das erste große Horn ist Alexander der Große. Die 4 auf ihn folgenden Hörner sind die 4 Diadochen. Das kleine Horn, das aus einem der vorigen kommt, stammt also unmittelbar von den Diadochen ab und ist eines der Hörner des Ziegenbocks, also des Königs in Griechenland, so sagt Daniel. Die Bibel sagt also in Daniel 7 und in Daniel 8 für die Endzeit einen antichristlichen Herrscher voraus, der aus einer griechischen Linie, genauer einer alexandrinisch-diadochisch-seleukidisch-syrischen Linie entstammt. Das ist es, was sie für die Endzeit zu erwarten haben. Und die beiden Hörner in Daniel 7 und Daniel 8 betreffen beide Damaskus. Schlussfolgerung. Wenn die beiden Hörner in Daniel 7 und Daniel 8 tatsächlich von der gleichen politischen Macht reden, dann müsste das kleine Horn sowohl in Verbindung zur Dekapolis als auch zu den Seleukiden stehen. Die einzige politische Größe aber, die beides auf sich vereint, ist laut Bibel Damaskus. Denn allein Damaskus stammt als Hauptstadt Syriens unmittelbar von den Seleukiden ab und war ebenso im Bund mit der Dekapolis. Für alle Kritiker der hier geäußerten Sichtweise möchte ich anmerken, dass ich mit den Mainstream-Auslegungen zu Daniel und zur Offenbarung bestens vertraut bin. Ich habe sie zu Beginn meines Glaubenslebens kennengelernt und mich sehr intensiv mit ihnen auseinandergesetzt. Mittlerweile bin ich aber durch mein eigenes Bibelstudium zu einem anderen Ergebnis gekommen, das ich hier am Text der Bibel argumentiere.
Die üblichen Mainstream-Auslegungen werden den einschlägigen Texten der Bibel nicht gerecht und sind in großen Teilen ganz einfach falsch, was bei etwas genauerem Bibelstudium schnell sichtbar wird. Dies versuche ich hier zu argumentieren und am Text zu belegen. Es ist mir also nicht unbewusst, dass meine Sicht der gängigen Überzeugung widerspricht. Ich kann dennoch nicht umhin, mich ausschließlich am Text der Bibel zu orientieren, wohl wissend, dass die überwiegende Mehrheit eine andere Auffassung zu den Texten hat. Ich empfehle also jedem Ausleger und jedem Leser der Bibel wärmstens, sich ebenfalls an den Text der Heiligen Schrift zu halten und seine Sichtweise allein hieran zu messen.